Auch mit ihrem Outfit ist Britta nicht mehr so richtig zufrieden. Sie braucht dringend Hilfe von unseren drei Styling-Coaches. Britta Stark kommt aus dem Vogtland, ist aber eigentlich ein Kaukau. Zweimal in der Woche trifft sie sich mit ihren Freunden von den New Stamping Boots aus Auerbach zum Line Dance. Ob Mann oder Frau, jung oder alt, hier kann jeder mitmachen. Und der Rhythmus steckt an. Line Dance, das ist für mich Country-Musik und ich liebe Country-Musik. Ich mache wahnsinnig gerne Line Dance, zusammen mit meinem Partner natürlich. Der tanzt auch gerne und wir teilen dieses Hobby gemeinsam. Ihr Partner konnte heute aber nicht dabei sein. Stattdessen wird die 63-Jährige von ihrer Tochter begleitet. Und die kennt die Line Dance-Schritte auch. Größtenteils jedenfalls. Heute aber geht's nicht ums Tanzen, sondern um Britta. Ich hoffe, dass meine Mutti heute einen wunderschönen Tag hat, dass sie endlich mal zufrieden sein kann mit ihrem neuen Outfit, mit ihrem neuen Styling, dass sie Tipps und Hinweise bekommt, was sie sich sonst vielleicht nicht traut anzuziehen und dass sie vor allen Dingen endlich mal richtig zufrieden mit ihren Haaren sein kann und eine neue Haarfrisur bekommt, eine neue Haarfarbe. Und ja, wir lassen uns überraschen. Ich freue mich ganz sehr. Hilfe naht. Unsere drei Style-Coaches sind voller Tatendrang, aber sie wollen Britta nicht verkleiden, sondern gemeinsam mit ihr Neues ausprobieren. Du bist da quasi heute dann auch mit angetanzt. Und was hast du denn für Vorstellungen, was mit der Mama heute passieren könnte oder sollte? Also in allererster Linie wünsche ich mir, dass mit ihren Haaren mal was passiert. Wir sind seit Jahren unglücklich über ihre Haare, über ihre Haarfrisur, durch die Locken und irgendwie. Das, Naturlocken, das sind Naturlocken und irgendwie funktioniert keine richtige Frisur bisher. Also das ist sie unglücklich, denke ich mal. Und ich bin auch immer nicht ganz so zufrieden, wenn sie vom Friseur wiederkommt. Die Vogtländerin ist aber nicht nur unzufrieden mit ihren Haaren, sondern sie wünscht sich auch mehr Farbe im Kleiderschrank. Ich trage halt wirklich am liebsten Jeans und Blusen und T-Shirts. Aber ich würde auch gerne mal was anderes tragen. Und ich traue mich immer nicht so richtig. Wenn ich mich dann im Spiegel so angucke, denke ich, oh nee, das ziehst du lieber nicht an, dann bin ich wieder bei den Jeans. Ja. Ich denke mir, sie wird ein bisschen Angst haben, wenn sie sehen, die ganze bunte Farben, was wir denn vorhaben, ein bisschen Druck. Aber ich da hoffe. Hat sie meine Haarlänge noch nicht, ja, weil ich glaube, da wird auch einiges passieren. Und die Haarfarbe, da muss ich auch ran. Ich habe richtig Arbeit, also eure Zeit ist beschnitten. Und du? Ich denke, es wird echt spannend, weil durch die Brille schon eine Vorgabe ist. Kontaktlinsen, keine Ahnung, was da machbar ist. Wird auf jeden Fall interessant, ich glaube, und intensiv. Okay, dann lasst uns nicht so lange reden, lasst uns anfangen. Eben. Auf geht's. Okay, gut. Zack. Für Tochter Romy heißt es jetzt erstmal Abschied nehmen. Sie darf ihre Mutti erst heute Abend wiedersehen. Und ein bisschen scheint sie schon zu ahnen, dass da nichts mehr so sein wird wie zuvor. Na, wir sind gespannt, ob das wirklich so sein wird und wie sich Britta Starke verändert. Das zeigen wir Ihnen nach 17 Uhr bei MDR um 4. Britta Starke wünscht sich von unseren drei Styling-Coaches eine Komplettveränderung. Haben wir ja schon gesehen. Neue Frisur, neues Outfit, jede Menge Make-up-Tipps. Bekräftigt wird sie von ihrer Tochter Romy. Sie hat nur eine Bedingung. Die Haare werden nicht grau gefärbt, denn das macht nämlich alt. Ob sich unsere Styling-Experten wirklich an diese Vorgaben halten, das erfahren Sie jetzt. Britta Stark aus Bergen im Vogtland ist unzufrieden mit ihrem Äußeren. Ihre Haare, so flunkert sie selbst, seien ein Graus und auch in puncto Garderobe ist sie eingefahren. Seit Jahren trägt sie immer die gleichen, eher gedeckten Farben. Eigentlich würde sie schon gerne etwas Neues, Peppigeres ausprobieren, auch mal ein Kleid tragen, aber sie traut sich einfach nicht. Ich denke, es steht mir nicht. Ich habe keine schönen Beine. Es passt irgendwie nicht zu mir. So habe ich den Eindruck. Aber deshalb bin ich ja hier, um das mal rauszufinden. Also ran an die Farben und die wilden Schnitte. Nur wer sich in neue Hüllen traut, kann auch Neues entdecken. Und schnell wird deutlich, kräftige Farben stehen der 63-Jährigen durchaus. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie war sehr offen, viele Sachen zu probieren. Wir hatten ein Kleid gehabt in Fuchsia, also so ein Pink-Farbton. Das Kleid, okay. Unmöglich, aber die Farbe war auch neu für sie, hat ihr sehr gut gestanden. Während Britta immer neue Sachen ausprobiert, erklärt Sean, welche Trends in dieser Saison unbedingt in den Kleiderschrank gehören. Ganz wichtig sind Streifen.
Das Gute dabei bei Streifen ist, ist, dass einfach nur der Strap, das kann auch also sehr schmal und schlank machen. Und man kann mit Streifen sehr gut mit sehr einfarbigen Rocker oder Hosen zusammen kombinieren. Aber die Blousonjacke kommt immer wieder in neue Variationen. Dieses Mal, diese Blousonjacke ist in Strick. Der ist natürlich in einem sehr gewagten Muster. Aber Muster ist eigentlich sehr wichtig. Dieses eine Muster kann natürlich dann kombiniert sein mit dem Schwarz, mit Grau, mit Dunkelblau. Und der immer hebt das ganze Garderobe für die nächste Saison immer auf. Und worauf stehen Frauen noch? Genau, auf Handtaschen. Und Britta ist diesbezüglich keine Ausnahme. Das ist auch schön. Auch sofort ins Auge gefallen. Kleine edle Taschen für den Abend mag sie aber nicht so. Sie will es praktisch und alltagstauglich und trotzdem schick. Sean hat da zwei Favoriten. Sowas würde ich immer wieder empfehlen. Es ist praktisch, es ist eigentlich gut zu pflegen und einfach. Und trotzdem, man kann es kombinieren mit verschiedenen Richtungen. Ein bisschen elegant und auch dann sehr sportlich. Und das ist auch gut für Frauen, die Kinder haben. Sehr praktisch. Oder die andere Möglichkeit wäre eine Tasche, die geht in diese Richtung. Sieht flott aus, das ist weiblich, gibt es in verschiedenen Formen, verschiedenen Preislagen und Qualitäten. Aber diese Form ist eigentlich immer eine gute Eyecatcher für jede Frau. Nach all dem Einkaufsstress gibt es jetzt erst einmal ein Verwöhnprogramm der Extraklasse und eine Intensivpflege. Los geht's mit einer gründlichen Reinigung. Du hast ja schon tendenziell auch trockene Haut, oder? Ja, geht in Richtung trocken. Hm. Augenpflege ist auch ein Thema bei dir? Nee. Nimmst du? Also Kosmetik überhaupt nicht. Also wirklich nur eine Tages- und Nachtpflege nimmst du zu Hause? Mhm. Die Tages- oder Nachtpflege trägst du dann auch in die Augen drum auf? Oder? Ja, also rings um die Augen, da leicht auf der Augenlider. Mhm. Das sollte man eigentlich nicht machen. Ach so. Denn gerade in reichhaltigeren Nachtcremes können sogenannte Kriechöle enthalten sein und die können Augenreizungen verursachen. Nach einem neutralisierenden Gesichtstonik und einem reinigenden Enzympeeling folgt der Höhepunkt der Behandlung. So, die Maske wird so 5 bis 10 Minuten einwirken. Und nicht erschrecken, die zieht auch so ein bisschen an. Also die hat dann wirklich schon auch so diesen festigenden Effekt auf der Haut. Mach dir noch ein paar Pads oben drauf und dann kannst du dich schön entspannen. Genug geruht. Jetzt geht's zu Sven und der beginnt wie immer mit einem intensiven Beratungsgespräch. Dabei analysiert er typische Fehler für Lockenträger. Hier ist das Haar relativ kurz, wie du sehen kannst. Mhm. Warum ist das immer so kurz geschnitten worden? Ja, ich wollte sie nach oben immer so ein bisschen stufisch haben, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht doch ein bisschen besser wird mit den Locken. Mhm. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Was heißt denn besser, damit du hier oben mehr Volumen hast? Ja. Okay, weißt du, warum du das gerne möchtest? Ja, weil das hier oben so alles so ist. Genau. Sie braucht am Oberkopf Volumen und ganz oft wünschen sich Kunden Volumen, in dem am Oberkopf die Haare hier halt ganz kurz geschnitten werden und man denkt, die Haare stehen nach oben, was vollkommen verkehrt ist. Und bei einer Naturlocke noch ein Gegeneffekt eintritt, das heißt, das Haar zieht sich einfach noch viel mehr zusammen, wird noch flacher und die Seiten werden noch breiter. Und dann gehen die ganzen Linien nach unten, die Schultern fallen und wenn man noch ein bisschen breiter im Becken ist, dann wirkt das Ganze alles nach unten ziehend. Sven bindet das volle Seitenhaar nach hinten weg und kann so Britta eindrucksvoll veranschaulichen, wie die Frisur durch den Schnitt optimiert werden kann. Hier vorher war es so. Hm. Na? Und so. Und jetzt passiert halt eins. Schau, wenn es weg ist. Na? Sieht ganz anders. Sieht ganz anders aus. Vor, zurück. Wird halt dadurch auch viel moderner. Ja? Und dann geht's endlich los. Da Britta nicht viel Zeit für ihre Haarpflege aufwenden möchte, ist es wichtig, dass ihre neue Frisur auch ohne großes Styling natürlich fällt. Sven schneidet deshalb einen pflegeleichten sogenannten organischen Haarschnitt. Bleibt die Haarfarbe. Und da gibt es von Tochter Romy klare Vorgaben. Ich habe meiner Mutti gesagt, vorher alles bitte nur kein Grau. Du bist einfach noch viel zu jung, um jetzt schon graue oder weiße Haare zu haben. Von daher, grau geht gar nicht. Da hat sie die Rechnung aber ohne ihre Mutti und ohne Sven gemacht. Denn beide finden grau richtig spitze.
Ich wünsche mir die graue Farbe, weil ich damit schon öfters geliebäugelt habe. Dieses Färben kriege ich eh nie richtig hin mit einem gescheiten Farbton. Und deshalb wollte ich jetzt mir die Haare rauswachsen lassen. Wie man hier schön sehen kann, nach dem Haarschnitt, es gibt also noch Restbestände von der alten Farbe, die mir zu beige sind. Und ich färbe jetzt hier mit einem Special Blond Mix, mit einer Blondierung und einem Schuss Violett, die Haare etwas heller. Und das gibt dann einen sehr, sehr schönen, hellen, klaren, weißen Blondton. Früher galt, Grau macht alt, doch das ist längst überholt. Wichtig aber ist, dass man das Grau mit einem modernen, trendigen Schnitt kombiniert. Und genau das hat Sven gemacht. Die Haare sind fertig, weiter zum Make-up und Marcel. Doch Britta macht sich nicht viel aus Farbe im Gesicht. Als junges Mädchen, ich habe mich nicht geschminkt. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran. Mal ein bisschen die Wimpern getuscht und so. Ne? Aber vielleicht mit Lidschatten oder Lidstrich oder solchen Sachen. Gar nicht. Hast du gar nicht experimentiert. Ja. Deshalb heißt die Devise, weniger ist mehr. Durch die vorangegangene kosmetische Behandlung ist die Haut von Britta wunderbar prall und glatt. Ihre 63 Jahre sieht man ihr jedenfalls nicht an. Schau mal in den Spiegel. Kannst du dich sehen? Ja, sieht ebenmäßig aus, ne? Ganz leicht ausgeglichen, aber jetzt auch nicht maskig. Schön. Kannst du mitleben? Ja. Zeit für das große Finale. Unsere drei Meister haben einen fantastischen Job gemacht. Britta zeigt Mut und setzt auf Farbe. Also die rote Bluse, leicht fließender Stoff, wunderbar, schmale Baumwolle, Stretchhosen. Die haben wir ein bisschen gekürzt. Ich habe ein bisschen gekürzt, weil die waren sehr lang. Ich habe so, dass da ein bisschen eine Knöchel aber sind. Aber ein geiles Outfit. Und die Accessoires am Ende? Die Kette. Die Kette war richtig gut. Ja. Natürlich hat Britta auch ein zweites Outfit auswählen dürfen. Und auch da ist sie mutig. Sie entscheidet sich für ein Kleid. Zweites Outfit war wie ein Etui-Kleid aus Jersey, aber die Passform ganz, ganz gut. Wir haben benutzt Accessoires, sehr wichtig, Ohrringe, Armreifen in Silber und dann natürlich die Handtasche mit so einem kleinen Tuch, rote Schuhe. Grafisches Kleid, also Figur super, ja, dadurch, also schön gemacht. So sah Britta noch am Morgen aus. Am Abend dann ist die Verwandlung komplett. Wow. Doch was wird ihre Tochter zu den grauen Haaren sagen? Trau dich ruhig. Ja, genau. Boah, toll. Schön. Graue Haare wollt man nicht. Das wollte ich so. Aber es steht gut, es steht dir gut, siehst gut aus. Finde ich auch, ich fühle mich auch wohl. Schön. Gefallen, ja. Ja, ich bin total begeistert. Also die Farbe steht ihr total gut und sie wirkt richtig jung und frisch, trotz grauer Haare. Und ich bin richtig zufrieden und ich finde es ganz toll. Grau ist das neue Jung, wie man sehen kann. Ein tolles Ergebnis. Und ja, wenn Sie Lust haben auf neue Haare, Make-up, Mode, dann bewerben Sie sich hier beim MDR. Hautpflege und Make-up von Dalton Marine Cosmetics. Grau ist das neue Jung. Guck an.